alias ist Sesunti Born. Hat sich super entwickelt. Ne? Konntest schon ganz viel, konntest dich drehen. Ja. Ja, war es im Vierfüßlerstand. Bis zum halben Jahr hat er sich ganz normal entwickelt. Ja. Und dann kam die Impfung, die Sechsfachimpfung. So war er halt mit 5 Monaten. Kann den Kopf halten, konnte schön auf den Ellenbogen, fing gerade an zu kriechen. Mhm. Das kann er heute nicht. Es ist uns auch gar nicht sofort aufgefallen. Das heißt, eine Impfreaktion, man hat Fieber, man krampft, das hatte er alle nicht. Es wurde jetzt auch nicht von heute auf morgen schlecht, sondern ganz langsam. Wo wir dann irgendwann mit 8, 9 Monaten gesagt haben, irgendwas stimmt nicht. Seine Fähigkeiten ließen nach. Genau, genau. Der lag dann auch nur noch am Rücken, der drehte sich gar nicht mehr. Der behandelnde Kinderarzt muss ja einen Verdachtsfall auf einen Impfschaden stellen beim Paul-Ehrlicher-Institut. Ja. Und seit, Elias ist 7, seit 5 Jahren kämpfen wir da um Anerkennung, dass ein Impfschaden überhaupt ist. Wir waren letztes Jahr im August zum gerichtlich angeordneten Gutachten. Und das wurde natürlich nicht bestätigt. Ne, die Ärzte sagen auch immer, das liegt an der Impfung, der hat nicht gekrampft, der hatte kein Fieber. Ende. Ist kein Impfschaden. Wir sind seit 1,5 Jahren in der Naturheilpraxis in Essen bei dem Herrn Tenny. Aber wie das ja so ist, alles was mit Homöopathie zu tun hat, ist ja gar nicht anerkannt. Ne, da kommen wir auch vor Gericht ja gar nicht weiter. Und da wurde er auf einen Impfschaden untersucht und der hat es auch bestätigt. Er sagt eindeutig. Eindeutig. Elias geht seit letztem Jahr August in die Schule und seitdem ist das eigentlich ein bisschen entspannter. Der wird um 20 vor 8 mit dem Bus abgeholt, mit dem Schulbus. Und um 3 Uhr ist Schulschluss. 3 ist er dann hier. Dann hat er eine Stunde Pause. Ja, und dann geht er vielleicht mit den Mädchen raus spielen. Die nehmen ihn mit zum Einkaufen oder wir spielen draußen. Google. Wenn er den ganzen Tag zu Hause ist, das ist ein 24-Stunden-Job, weil er für alles Hilfe braucht. Ja. Er kann zwar sprechen, der ruft, aber er ruft auch ständig. Ne? Mama hier, Mama da, Theresa, Maria, Papa. So viele Sachen wären bei uns auch nicht möglich, wenn wir die beiden nicht hätten. Doch. So, Theresa und Maria. Die helfen noch viel, oder nicht? Die helfen ganz, ganz viel. So können wir auch mal alleine irgendwo in Essen gehen oder so. Ich meine, das können andere auch. Ne, aber müssen sich da vielleicht irgendwie eine fremde Person für holen. Und das brauchen wir nicht. Theresa und Maria sind dieses Jahr wieder dabei mit Time am Benefizkonzert. Und singen Dieser Weg. Wird kein leichter sein. Das fand ich so wichtig, das zu singen und auch was dazu sagen, weil wir haben so viele Freunde und Bekannte, die den Weg mit uns gehen, der ja auch nicht immer so leicht ist. Und man hat Schwierigkeiten und die sind trotzdem noch da. Mein Bruder übernimmt da viel, der organisiert das, hat sich auch um Plakate gekümmert, hat aber auch wieder ein guter Bekannter oder ein Freund von uns gemacht, die Plakate, die Flyer. Musste ich jetzt nicht so viel dafür tun, aber eben, man guckt natürlich, dass man Karten verkauft. Das Ebertbad bekommen wir kostenlos zur Verfügung gestellt von dem Herrn Sommers. Dann Time spielt kostenlos, die ganze Technik, das machen die auch alles kostenlos. Wir nehmen ja keinen Eintritt, wir nehmen ja eine Mindestspende für die Karte. Und die ist komplett zugunsten von Elias. Also wir haben zum Beispiel ein Fahrrad gekauft. Elias sitzt dann vorne, ne? Ja. Weil wir den nicht von der Krankenkasse bekommen haben. Solche Fahrräder, die kann man nicht einfach kaufen. Die gibt es nirgendwo. Wir haben ja vorher Therapie in Amerika gemacht, wo der Elias dann untersucht wurde über 2 Tage. Wir haben wieder neue Aufgaben gekriegt, welche Therapie wir mit ihm machen sollen. Und das wurde dann davon immer bezahlt, von solchen Sachen. Also wir haben vor 2 Jahren haben wir beim Konzert Videos laufen lassen von Elias, von der Therapie damals, die wir gemacht haben. Die haben wir 2,5 Jahre gemacht.
täglich 5-6 Stunden jeden Tag. Und diese Videos liefen, ich glaube, eine Stunde lang, ne? Ja. Eine Stunde lang liefen die. Und da kommen total viele Leute auf einen zu und sagten, boah, Susanne, das wussten wir gar nicht, dass das so viel Arbeit ist. Da war schon viel Feedback. Boah, das fanden wir aber gut, das finden wir echt klasse. So, dieses Jahr hatten wir vor, Bilder von Elias Hilfsmitteln zu zeigen, die wir in den letzten 2 Jahren von den Geldern angeschafft haben. Zum Beispiel, wir durften ein Dreivierteljahr kostenlos Reittherapie machen. Die müssen wir allerdings jetzt bezahlen. Da drin war das Fahrrad, dieser Biofeedback, also diese Impulse. Dann jetzt der Umbau für das Auto. Und ja, ein Teil für den Lift draußen, damit er jetzt selbstständig hier rein und rausfahren kann. Kannst den Kopf noch hochhalten? So, Arme mal runter. Arme runter und Ziel. Den Kopf gerade. Oh. Mit ihm kannst du reden, er kriegt Schimpfe. Echt? Wann? Also ich würde jetzt nie sagen, dass man Impfen nicht machen soll. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also wir sind jetzt keine Impfgegner, ich bin kein überhaupt Impfgegner. Nicht. Ich sage auch nicht, dass der Arzt was falsch gemacht hat. Ich möchte eigentlich nur, dass es anerkannt wird, dass es ein Impfschaden ist. Nur man sollte vielleicht wirklich genau achten, ob das Kind wirklich super gesund ist, super fit ist. Weil ich glaube, wenn da irgendwas wirklich nicht richtig ist bei dem Kind, sollte man auf keinen Fall impfen. Das machen die Ärzte ja auch ja, nicht. Sobald das Kind einen Husten hat, wird nicht geimpft. Es geht halt auch darum, dass man einfach sagt, Impfen ist gut, aber auch Impfen kann in die Hose gehen. So wie bei uns. Wir sagen ja auch nicht, du und du und du bist schuld. Nein, wir wollen einfach mal, dass zugegeben wird, ja, der Schuss kann auch mal nach hinten losgehen. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Und der wird bestimmt noch steinig und schwer. Ja. Klar ist der Elias ein besonderes Kind, der ganz viel Aufmerksamkeit braucht. Aber das sind Theresa und Maria und wir beide sind ja auch noch da. Ne? Und das rückt manchmal natürlich so nach hinten, weil Elias immer, immer, immer im Vordergrund steht. Deshalb, wir haben dieses Jahr Theresa alleine in den Urlaub geschickt, die Maria alleine in den Urlaub, wir alleine in den Urlaub, damit man auch mal wir als Paar und die beiden, die haben irgendwann ihre Zeit, die haben irgendwann mal die Schnauze voll, dann steht das denen bis hier, dann wollen die nicht mehr. Na, und als sie dann wieder kamen, boah, das war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und die freuten sich wieder auf den Elias. Ne? Boah, wir haben dich vermisst. Und die hatten auch nicht Heimweh nach Hause, die hatten Heimweh nach dem Kleinen. Ich wüsste auch manchmal nicht, was ich ohne die beiden machen würde. Also wir sind ein starkes Team. Wolltest du es mal halten? Ja, komm her. Passt zum T-Shirt. Der Rasenreporter. Elias. Ja. Sag mal hallo. Ich bin Elias und bin 7 Jahre. Nimm doch die andere Hand auch. Dann geht es leichter.